Hallo und herzlich willkommen. Entschuldigung, ich hab Bomber im Mund. Herzlich willkommen zu Tomb Raider Definitive Edition. Im letzten Part sind wir ja etwas verzweifelt an dieser Kiste, die wir runterschubsen sollten. Problem an der Sache war, was ich jetzt herausgefunden habe, bei mir wurde es nicht angezeigt, dass ich Viereck drücken soll. Normalerweise wird es ja direkt angezeigt, dann sieht man, dass man Viereck drücken soll. Deshalb geht jetzt direkt weiter. Mehr Feuer. Genau. Die Fackel anmachen. Hier hochlaufen. Ja, was ist das denn für ein Ding, Lara? Ist ja nicht so, dass wir das beim letzten Part schon gesehen haben, gell? Ach so. Ach nö, jetzt müssen wir die auch wieder anmachen. Doch Mist. Das ist doch mies. Und das dann auch gleich. Dann hat es beim letzten Part also nicht gespeichert, diese Stelle. Schade. Aber es ist ja nur ganz schnell. Zack! Schon sind wir oben wieder drauf. So weit waren wir das letzte Mal auch schon gekommen und dann sind wir verzweifelt. Hüpf! Hüpf, Lehrer, hüpf! Sehr schön! Und hier kam immer nur Dreieck drücken. Es ist aber so, wir können hier drinnen das anbrennen. Jetzt haben wir das Feuer drinnen. Jetzt können wir es runterschubsen. Und jetzt macht's dann gleich Boom. Sehr schön, Lehrer. Und damit geht es weiter. Modell freigeschaltet, Hauptmenü Extras neu. Das ist ein bisschen laut. Ich höre mich ja selber kaum. Oh, was war das denn? Hoffentlich kommt dieser gruselige... Oh, ach du Scheiße! Die Höhle stürzt ein! Lara, renn raus! Der Mann hat mich schon sogar... Ach du Scheiße! Der Mann hat mich schon so erschreckt! Hier kann man doch nicht mal normal reden, weil hier ständig was passiert! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Geh da weg! Uah! Wie knapp war das denn? Lara! Bleib nicht stehen! Jetzt sterben wir alle! Oh mein Gott! Uah! Lara, schon wieder! Was will er denn? Verschwinde! Uah! Scheiße! Ich hab Dreieck nicht gedrückt! Vom Baumstamm zermalmt worden. Wie mies ist das denn? Wie mies war das denn? Oh mein Gott! Lass los, du Mistkerl! Ja, lass mich los, du Mistkerl! Ja! Schnell weg! Boah, diesmal hat's ihn erwischt. Ach du Scheiße! Hier passiert ständig was! Die Steine kommen auf uns zu! Oh mein Gott! Und jetzt? Soll ich mir da rüber springen? Das schaffen wir doch nie! Spring, Lara! Doch, wir haben es geschafft! Nein! Wir haben es doch nicht geschafft! Oder? Krabbel! Lara! Nein! Ach du Scheiße! Boah! Wie knapp war das denn? Nein, wir rutschen wieder! Oh nein! Ach du Scheiße! Die Steine werden uns noch erwischen. Ich sehe es kommen. Da ist der Ausgang. Wir haben es doch gleich geschafft. Gerade so. Die Höhle überlebt. Schwer verwundet. Was ein Anfang. Und dieser Mann hat mich zweimal erschreckt. Der kommt immer aus dem Dings.
Der hält dann auf einmal fest. Oh, diese epische Grafik. Das Flugzeug ist kaputt. Hey, Dosen! Lass uns den Pfand zurückbringen. Lehrer, hol dir eine Plastiktüte. Wir gehen sammeln. Tomb Raider. Jetzt haben wir anscheinend das Tutorial geschafft. Wo müssen wir hin? Hallo? Wo soll ich jetzt hingehen? Hier wird gar nichts angezeigt. Hallo? Dann gehen wir hier. Galerie freigeschaltet, Hauptmenü, Extras, neu. Dann gehen wir hier nach links. Scheint sogar richtig zu sein. Das Rettungsboot. Ein Boot. Wahrscheinlich lernt einen Herz. Lebenszeichen. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Sprachsteuerung. Die Stimmanzeige auf dem Bildschirm. An, ob Sprachsteuerung. Sprachsteuerung. Sagen Sie Karte zeigen, um die Karte des aktuellen Gebiets zu öffnen. Karte zeigen. Funktioniert sogar. Bei dem anderen Spiel. Da kam dann immer, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Was wollen sie von mir? Steilufer, Filter. Hier ist unser Ziel anscheinend. Und hier stehen wir. Also wir haben noch einen guten Weg vor uns. Okay. Oh, oh. Das kann doch nicht gut gehen, Lara. Hallo? Das ist ein kleiner, dünner Baumstamm. Da unten sind spitze Steine. Ach du Scheiße. Das war knapp, Lara. Oh mein Gott. Warum öffnet sich immer das Hauptmenü? Verstehe ich nicht. Ja! Okay. Wir sind drüber. Das ging nochmal gut, Lara. Lella. Der Bomber macht mich zum Chinesen, Della. Der Sprung war auch schon wieder so knapp. Ach du Scheiße, was ist das? Ist das ein Riff hier? Überall tote Schiffe vor allem, kaputte Schiffe. Das ist ja... Wie viele Opfer es hier wohl gegeben hat. Hier geht's weiter. Was ist das? Ich glaube, immer wenn sich das da öffnet, speichert das Spiel. Das ist schon ein bisschen nervig. Ich schaff das. Das will ich aber sehen, Lara. Wow! Wow! Greifen! Oh Gott! War das knapp? Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Das fällt ja alles runter! Und jetzt? Hier rüber. Und hoch. Jetzt hier rüber. Und jetzt wahrscheinlich da drauf. Nein, doch nicht! Hier rüber springen! Halt die Fresse, Lara! Was war knapp? Oh mein Gott! Nein! Boah. Ach, Scheiße! Ja. Das war sau knapp. Das war mehr als knapp, Lara. Unfassbar, wie knapp das war. Ich weiß nie, wann es wirklich abspeichert. Ich bin mir noch nicht sicher, wenn das Menü sich öffnet. Wände hinaufklettern. Drücken Sie im Sprung X, um an flachen Wänden hinaufzuklettern. Danke, dass du es nochmal anzeigst, weil ich noch nicht fertig war. Das Spiel ist gar nicht so böse zu mir. Sam. Wo ist Sam? Sie müssen hier gewesen sein. Die Tasche. Die Kamera. Alles da drinnen.
Ist Ihnen etwas passiert? Sam? Die Kamera hält natürlich genau dahin. Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Ja? Was müssen wir, Lara? Funkgerät! Neue Ausrüstung erhalten! Lebenszeichen! Folgen Sie der Spur der Überlebenden! Wo hier eine Spur zu finden sein soll. Obwohl, das Ding zeigt in die Richtung. Vielleicht ist es ja das. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Halt dich doch fest, Lara! Ach du Scheiße. Jetzt sind wir hier unten. Es donnert. Was passiert hier? Jetzt lieber nicht springen. Jetzt landen wir da unten im tiefen etwas. Oh mein Gott. Lara. Sieht verlassen aus. Trink erstmal was, Lara. Genau. Sie friert etwas. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Hier ist richtig kalt. Wir brauchen etwas zum Anziehen. Scheinbar machen wir ein Feuer. Nur noch ein Streichholz. Immerhin funktioniert's. Sehr schön. Irgendjemand versucht uns zu erreichen. Erstmal in der Kamera gucken, ob es da Informationen gibt, was hier passiert ist. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, oh. Das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Okay, okay. Danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Du musst ja wissen. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch was Besseres, oder? Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel.
Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck lag? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ja. Wenn du so schlechte Ideen hast, mein Freund... Neues Lager entdeckt. Geschützter Grat. Galerie freigeschaltet. Hauptmenü. Extras neu. Frau gegen Wildnis. Suchen Sie Nahrung. Aber das, Freunde, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso wie mir. Ist natürlich, ich erschrecke mich jetzt. Bei dem Mann habe ich mich schon erschreckt, aber schon ein bisschen natürlich. Spannung hier reinbringen. Atmosphäre fühlen. Mit Lara hier fühlen. Das merkt man hoffentlich. Das Spiel gefällt mir bis jetzt richtig gut. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Also, bis dann, Freunde. Ciao.